Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Das Wichtigste zuerst. Entgegen ersten Erkenntnissen sind bei dem Unfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit des LKW im Zusammenspiel mit fehlerhafter Beladung ereignete, neben dem LKW-Fahrer, der Triebwagenführer der S-Bahn sowie eine Zugbegleiterin leicht verletzt worden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich bewegen. Breitnau. Am Mittwoch, den 22. April 2020, gegen 16.40 Uhr, wurde nach Mitteilung der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 in Höhe Kreuzfelsenkurve gemeldet. Ein LKW sei umgefallen. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass ein LKW mit Langholz, der talwärts fuhr, ins Kippen kam. Er kippte nach einer Linkskurve auf die Seite und zerstörte dabei mehrere Teile der Abdeckung einer Begrenzungsmauer, welche von dort aus mehrere Meter senkrecht zur Höllentalbahn hinabreicht. Mehrere große Steine fielen talwärts und kamen direkt unterhalb des Ostportals des Ravenna-Tunnels der Höllentalbahn zu liegen. Sofort nach Unfallmeldung wurde die Notfallleitstelle der Bahn verständigt, damit die Triebfahrzeugführer auf dem betroffenen Bahnabschnitt gewarnt würden. Kurze Zeit später befuhr der Zug der Höllentalbahn die Strecke bergwärts und kollidierte mit den Steinen. Hierbei wurde der Zug beschädigt. Im Zug waren zum Unfallzeitpunkt 72 Fahrgäste, ein Triebfahrzeugführer und ein Zugführer. Vorsorglich wurde zu Einsatzbeginn von der Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der an der Unfallstelle auf der Fahrbahn landete. Der Fahrer des LKW wurde, obwohl augenscheinlich nicht verletzt, zur genaueren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Das Schadensbild ist erheblich. Im S-Bahn-Zug der Linie 9621 von Breisach nach Seebruck wurde niemand verletzt. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Am LKW, am S-Bahn-Zug, an einer Stützmauer und an einer Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle konnte nach aufwendigen Bergungsmaßnahmen gegen 1 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben und die Vollsperrung der B31 aufgehoben werden. Sehen Sie nun noch einige Szenen von der Bergung. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, wenn die Nachrichten gut rübergebracht worden sind, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV jederzeit kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Bei Schwarzwald TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau Hochschwarzwald und Emmendingen. Ebenso aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und aus dem Regierungsbezirk Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Thank you.
dabei sein. Gut, weg bin ich.